Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. So, Kommunikation, mein kleiner Podcast. Und heute freue ich mich sehr auf The Mentalist. Thorsten Havener, hallo. Guten Abend. Aus München, ja, heute angereist. Extra angereist. Bist du Münchner von Haus aus? Nee, ich komme ursprünglich aus Saarbrücken, aber wohne schon seit 23 Jahren jetzt in München. Also habe noch nie so lange an einem Ort gewohnt wie in München und fühle mich da auch zu Hause. Das ist ja, aber das ist doch nur im Sommer. Nee, ist im Winter auch schön. Echt? Ja. Wirklich? Aber Sommer ist so Biergarten, da ist ja an jeder Ecke, da hat ja, ich sag mal, eine Beerdigungsinstitut hat einen Biergarten. Das stimmt. Ne? Ja, aber im Winter ist das Schöne, dass wir tatsächlich ja auch dann wirklich Schnee haben und mir gefällt das auch sehr gut. Bis schnell in den Bergen, bis schnell in Italien, also ich wohne da sehr gerne. Ja, bist du Fußballfan? Überhaupt nicht. Ich habe es tatsächlich geschafft, während der WM jetzt gerade nicht ein einziges Spiel zu sehen. Hut ab. Ne? Gar nichts. Ja. Wer ist ein Weltmeister geworden eigentlich? Liechtenstein. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Im Derby gegen Luxemburg. Nach Elfmeter grüßen. Aber es ist ganz lustig, also ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich hatte vor vielen Jahren mal einen Auftritt beim FC Bayern München auf einer Weihnachtsfeier, bei besagter Weihnachtsfeier tatsächlich sogar. Also wo Herr Beckenbauer Vater geworden ist. Ja genau, auf der bin ich, aber ich habe damit nichts zu tun. Also ich darf sowas sagen. Und ich kannte keinen der Spieler mit Namen und die fanden das aber total klasse, weil ich gar keine, also die hatten so gar keine Allüren und ich hatte gar keine Berührungsängste und ich musste, wer bist du eigentlich? Und das fanden die total super. Ja, ich freue mich immer, dass die, wenn die mich sehen, sagen, ach guck mal. Du machst etwas, was ich total spannend finde, weil mental bin ich ja, ich trinke ja Wasser nur Medium, ich bin ja mental schwer unterwegs, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe mein Leben. Wir hatten hinten ein Gespräch, das war jetzt schon mega interessant, wo ich sehe, alles klar, welche Grenzen es gibt oder wie Panne ich vielleicht denke, was man sich aber erklären kann. Mhm. Ja? Und genauso, sag ich mal, sortierst du dir die Leute aus, indem du die Körpersprache siehst, indem du siehst, ist er vor eine Schleuse geschwommen oder nicht. Ne? Also du kannst das und du hast da Sendung von gemacht. Ja, das stimmt. Also ich bin Gedankenleser und es geht tatsächlich zurück auf die Zauberkunst bei mir. Ja. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren einen Auftritt, da war ich so 17, 18 als Zauberkünstler, ganz klassisch. Also angefangen mit dem Zaubern habe ich, da war ich 13 und so ein paar Jahre später hatte ich einen Auftritt und da hatte ich eine Frau vorne auf der Bühne und für den Auftritt habe ich mir was ganz Besonderes überlegt und da drücke ich der Frau ein Kartenspiel in die Hand und will gerade anmoderieren, was ich als nächstes zeigen will und da sehe ich aus dem Augenwinkel raus, wie die Frau das Kartenspiel erstmal in aller Ruhe mischt. Ja. Das war eine Katastrophe, das hätte sie schon nicht gedurft. Natürlich, hätte sie nicht gedurft. So, da war es eigentlich schon rum. Und danach blättert sie die Karten so vor sich auf und nimmt eine Karte raus, steckt die in ihre Hosentasche und sagt als nächstes, so, und jetzt sagst du mal, welche Karte habe ich in meine Hosentasche reingesteckt. Das war irre, ich konnte es damals nicht. Ja. Da hatte ich einen Geistesblitz, da habe ich sie angeschaut und habe zu ihr gesagt, wissen Sie, das mache ich jetzt nicht, aber ich kann Ihnen was sagen über Ihren Charakter. Sie sind jemand, der sehr engstirnig ist, Sie sind jemand, der die Dinge genauso macht, wie Sie das wollen, Sie sind ein Dickkopf und das sagt mir was über Ihr Sternzeichen. Ihr Sternzeichen ist Stier. Ja. Und jetzt kommt der Hammer, die war wirklich Stier. Das ist gut. Und was die aber bis heute nicht weiß, ist, die hatte an diesem Abend, als ich das gemacht habe, eine riesengroße Kette an, da war drauf ganz großen Stier. Ja. Und das war so ein Moment, wo für mich klar war, oh, wenn ich jemand anders etwas erzähle über diese Person selbst, dann findet die das spannend. Und das war so einer der Momente, wo ich angefangen habe, mich viel mehr mit Körpersprache zu befassen, mit Kommunikation, damit wie man mit Worten Menschen lenken kann, wie man beeinflussen kann, was die denken. Und über diesen langen Zeitraum ist dann irgendwann der, aus dem Zauberkünstler ist, der Gedankenleser geworden. Wenn, hier einer Gedanken lesen könnte, wüsste er, ich will was trinken. Ja, das wäre... Ich glaube, Sie haben es nicht gehört. Aber ich merke gerade, bei dir wäre das schwierig, weil würde ich sagen, du bist Krebs mit der Mütze, aber es würde ja nicht stimmen. Ich bin ja fast Krebs. Ja. 26. Juli bin ich ja fast Krebs. Ja. Aber ist tatsächlich so, dass ich sehr, sehr kurios denke. Ja. Deswegen hieß ein Programm auch permanent Panne zum Beispiel, da ich wirklich immer Panne denke, da ich umgekehrt denke. Der hat eine Reise gewonnen, 2 Tage für 14 Personen. Also 2 Sachen einfach nur gewechselt. Ja. Ja. Aber genauso war Literatur unter Betäubung, da ich zugehört habe, wenn andere Scheiße gelabert haben und habe das mitgeschrieben. Nur, ich mache Jackie schon bekloppt immer, dass ich zum Beispiel in Quersummen denke oder in Farben. Ah, Synästhet nennt man das. Wenn Leute, kennt vielleicht auch, also habt vielleicht auch jemand hier, das ist so selten ist das nämlich gar nicht, dass Leute in Farben denken. Also, dass die, wenn die eine Zahl sehen, verbinden die das mit einer Farbe. Oder bei dir ist wahrscheinlich ein Ort und du hast eine Farbe oder einen Geruch oder Ähnliches damit. Ob es Menschen sind, Orte, Urlaubs... Ziele auch, die verbinde ich mit Farben und weiß, ob ich dahin will oder nicht. Und was ist lila? Lila ist Vatikan.
Passt aber doch gut, ja? Nein, ich bin aus der Kirche raus. Ich darf da nicht mehr hin. Ja. Ah, siehst du, Gedanken wurden gelesen. Oh, jetzt trinkst du auch. Dankeschön. Ja. Habe ich das mental rübergebracht? Ja. Prost, schön, dass du hier bist. Cheers, ja, danke für die Einladung. Mich sehr gefreut. Ich errechne alles in Quersummen, damit ich sofort sehen kann, ob ich mich mit der Situation wohlfühle. Und merke immer wieder, dass die 23, Geburtstag auch von, tatsächlich von Jackie, der 23., dass er sehr oft vorkommt. Was aber der Psalm ist, die soll an nichts fehlen, Ja, was wiederum einen schlechten Einfluss vielleicht hatte, aber natürlich eben aus der Bibel eben ist der 23. So, und aber das interessiert mich, warum und weshalb ich irgendwie denke, 32 wird gescheckt, weil ich 26.07.1970 geboren bin. Ja. Deswegen spielt, da ist die Quersumme 32, deswegen spiele ich auch für 32, glaube ich. Naja, aber es ist doch schön, wenn man sich gewisse Regeln macht, weil das Leben ist ja kompliziert genug. Und ja, wenn du jetzt für dich dann gewisses Regelwerk gefunden hast. Wann bist hast, du geboren? 1972 im September. 27.09. Ja. 1972. Okay, also 26, 1972. 72, echt, ja, er ist jünger als ich. Ja, also ja, hast du ja da 18, 19, 37. 37 kann gar nichts, ist eine erhöhte Temperatur. Ja. Wird sich zeigen. sonst wäre ich auch nicht hier. Ja. Aber ich denke tatsächlich. Aber warum machst du es denn bis zu. Das finde ich jetzt interessant. Warum ich könnte natürlich dann eine 10 rausmachen. Genau, müsste eine 10 sein. Und dann wieder 1 plus 0, dann wäre es eine 1. Dann wäre es eine 1. Dann wäre es ganz oben. Ja, stimmt, ja, ja. Aber wenn man diesen Schritt weitergeht, ja, versaust du dir selber manchmal was. Wenn ich die 32 als 5 sehe und gut, Mai ist wieder ein schöner, da werde ich jetzt heiraten. Hm. Im Mai, also das passt. Aber ist so interessant, wie wir uns alle Regeln machen, damit wir besser zurechtkommen mit dem, wie es ist. Weil es ist einfach schwierig, so uns im Leben. Weil das Logische wegfällt. Ja. Das Einkaufen fällt weg. Warum wird der Preis für die Deutsche Bahn erhöht? Fällt weg. Man macht sich da keinen Kopf mehr drüber. Ja. Man denkt einfach nur so, alles klar, die haben das aus diesem Grund erhöht, weil es oft nur so Sinn macht. Und da sitzen Leute hinter und die sagen, so, das kostet jetzt 19 Euro und nicht 17 Euro. Weil. Ja. Und dann kommt eben dieses Weiterdenken und das hat nichts mit Elektrizität zu tun oder mit wie viele Gäste kommen oder was, sondern einfach nur so, wir haben hier Zahlen und das deckt das. Und weißt du, das Interessante daran ist ja, dass du dadurch, dass du sagst ja, du denkst Panne, aber in Wirklichkeit fährst du damit ja viel besser, als wenn du alles logisch ergründen wolltest, weil die Logik, die führt einen ja irgendwann auch dahin, dass man wahnsinnig wird, weil irgendwann kannst du es nicht mehr logisch erklären. Das ist das Schlimme dabei, dass ich natürlich auch an Grenzen stoße, ja, gerade in meinem du, Bekannten- und Freundeskreis. Aber würdest merke du auch, wenn ich, du logisch dass ich denken Panne, würdest? Da sage ich, dass ich Panne denke, weil nur ich das sehe. Ich sehe einen logischen Hintergrund. Was passiert dann denken, ist ein Sesamstraßendenken. Ja. Wenn ich das mache, wird das passieren. Und passiert dann? Ja, natürlich. Ich weiß ganz genau, alles klar, ich muss mit der Achterbahn nicht fahren. Es bringt mich in meinem Leben nicht weiter. Natürlich sagen, oh, der ist aber mit dieser Achterbahn gefahren, hui. Aber ich könnte da durch einen Unfall versterben. Ja, oder ich springe aus dem Flugzeug raus. Ich habe nicht Angst vor dem Sprung. Ich denke nur, warum? Aber das ist doch eine sehr gesunde Art, durchs Leben zu gehen, oder? Natürlich, aber irgendwann mal scheust du dich ja vor vielen Sachen, die normal sind. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das erinnert mich an einen Film, wie heißt der, Besser geht's nicht, wo Jack Nicholson mitspielt, wo er zum Beispiel nie über die Grenze gehen darf, wo zwei Kacheln aufeinander und stoßen. Und das sehe ich als krank. Sachen, ne? Ja. Das sehe ich als, ich bin Monk, also ich bin nur eine Nacht im Hotel und habe alles bei mir im Schrank aufgeräumt. Ja. Es hängt alles genau gleich. Ja, ich hab da bin ich totaler Monk. Jackie weiß sofort, alles klar, ich packe den Koffer aus und das steht so. Aber das ist für mich nur Übersicht, dass ich sehe, wo was liegt. Mhm. Es geht nicht darum, dass es da genau hängt, sondern alles klar, ich habe das mit. Ich glaube auch, das ist bei dir, also so wie, ich kenne dich ja nicht besonders gut, aber das hört sich für mich. Wir kennen uns seit 20 Minuten. Ja, das hört sich für mich an, als wenn du jemand wärst, der total auf Rituale steht. Also du findest es einfach toll, in Ritualen zu denken, auch in Ritualen zu handeln. Rituale sind gefährlich. Findest du? Ja, ja. Die geben aber auch Sicherheit, oder? Mit dem linken Bein aufstehen und so weiter ist für mich zum Beispiel Panne. Ist mir scheißegal, mit welchem Bein ich aufstehe. Ja, ist so. Ja? Aber trotz allem gibt es zum Beispiel Rhythmen. Morgens, ich habe zwei Katzen und ich weiß ganz genau, welcher Ablauf ist, um die zu füttern. Ja. Ja, ich weiß ganz genau, so, die kennen das von, jeder andere würde es falsch machen.
Für die Katzen oder für dich? Für, ich glaube für die Katzen. Ja. Nein, aber dadurch, dass ich erst Wasser dann eindingens hier mit Nassfutter, dann Trockenfutter, dann nochmal Nassfutter. Dann weiß ich ganz genau, das kennen die. Und wenn jemand anderes kommt, dann sehe ich am nächsten Tag, das ist noch voll, das ist nicht gegessen. Ich habe das unten mal leer. Ja, es war ein Ablauf, ja, den ich dann für mich selber irgendwann mal akzeptiert habe. Aber ich will nicht krank werden. Ich will mir nicht, wie du sagst, Rituale so dermaßen, wie Leute hinter der Bühne stehen, wir machen einen Kreis, aber was, so was will ich gar nicht erst haben. Ja, ich gehe da drauf und gucke, wie mir gerade geht und dann mache ich das eben so. Ja, ich scheue mich vor diesen Ritualen. Ja? Wie gehst du mit dir, du denkst ja darüber nach, warum scheut er sich dann? Das ist ja deine Aufgabe. Ja, genau. Ja, wie gehst du denn damit um? Welche Rituale hast du? Meinst du jetzt privat oder auf der Bühne? Oder was meinst es du? Ist beides fast gleich. Das stimmt, weil du, was du privat erlebst, irgendwie auf der Bühne weitergibst. Ja. Ich habe gar nicht so viele Rituale. Also ich habe ein Ritual, das habe ich auch gerade eben tatsächlich gemacht, das ist, wenn ich kurz davor bin, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also ich weiß, ich gehe auf eine Bühne, egal ob das jetzt hier ist oder ob das in meinem Abendprogramm ist, dass ich da schon mal sitze und mir das Publikum anschaue. Also egal in welchem Theater oder hier ging das jetzt ja sehr, sehr gut. Und dann stelle ich mir tatsächlich eine Farbe vor, von daher finde ich das mit den Farben ganz interessant, und hülle den Raum in eine Farbe, die mir in dem Moment gerade einfällt. Aber welche Farbe genießt du? Ist das auch grün? Ist grün auch für dich so eine Farbe, die du magst? Na, also ich mag grün gern, aber mit mir ist es meistens ein Blau. Also wenn Blau ist es so safe. Drin Blau ist das safeste, was es gibt. Oder wenn zum Beispiel, wenn ich merke, ja, ist es. Ja, ist wirklich so. Blau ist völlig safe. Oder gelb kann in alle Richtungen gehen, aber Blau und ist was gut. Ich manchmal auch gerne mache, wenn ich den Eindruck habe, das Publikum ist ein bisschen ruhig, ja. Also ich muss die, dann schicke ich da auch mal Rot rein in Gedanken. Ja, weil ich dann Rot ist Danger. Ja, genau, da ist Feuer mit drin. Da ne? ist Feuer drin, da muss ist Energie nicht immer drin. Schlecht sein, aber da ist was hinter. Richtig. Ja. Und ob du es glaubst oder nicht, seit ich das mache, läuft es viel besser. Es ist wirklich so. Ja, es hilft einem in allen Lebenslagen. Ja. Ja, du weißt, du kannst dich an Sachen erinnern, ja. Nur durch die Farbe. Ja, ist so. Ja, dass du dir das so vorgestellt hast, also alles klar, oh, ich war mal in Paderborn, boah, da war es aber gelb. Ja, ist so, ist wirklich so, ja. So, und dann weißt du, dass du da aufgetreten bist und an dem Tag war es halt gelb. Es war gut, aber du kannst es noch besser. Ja. Ja, das ist für mich ein ganz klarer, logischer Weg. Ja, ich sehe bei dir, wenn du jetzt, wenn ich dich irgendwas frage, dass du die Denkerstirn auflegst. Dass du sagst, ja, wie war das bei mir? Das ist eine Bewegung, die, wo du dann sagst, alles klar, wie erkläre ich das, damit das ankommt? Wie die Leute das verstehen. Da gehst du zurück und sagst, ja, bei mir war es so. Mhm. Das ist der Weg, sie kennen das doch auch. Obwohl du das nicht kennst, aber alles nickt. Ja, ist richtig. Ja, nicken ist ja eh so eine tolle Sache. Ja. Ja, kommt ja aus der, also in der Beeinflussung. Ja. Wenn man nickt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere zustimmt, viel größer. Es ist eine positive Ausstrahlung. Genau. Und du kannst auf der Bühne was Schlechtes erzählen, aber mit Nicken gut machen. Lächeln und nicken, ja. Ja. Ne? Also ich hatte das früher, früher war ich auch als Tischzauberer viel unterwegs, ist schon länger her. Und da habe ich zum Beispiel ein Kartenspiel rausgegeben, das auch nicht gemischt werden durfte für eine Nummer, die ich machen wollte. Und das habe ich einfach einem gegeben und gesagt, pass da mal gut drauf auf, habe ein paar andere Sachen gemacht, komme irgendwann drauf zurück und sage, das Kartenspiel war die ganze Zeit bei dir, ne? Hab dabei schön genickt. Das ist ein gut gemischtes Kartenspiel. Und meistens haben die ja so zurückgenickt. Und als einer zu spät dazugekommen ist, dachte der, ah ja klar, der hat das selber gemischt, der hat da genickt, das ist alles wunderbar. Das funktioniert super. Ja, weil du jemand beeinflusst in die richtige Richtung. Ja? Und ich bin dann der Flachwitzerzähler, der sagt so, einarmiger Kartenspieler, Mission Impossible. Ja. Ja? Nein. Aber ein Flachwitz im richtigen Moment ist genau aber, das Richtige. Aber ist genau richtig. Ja, genau. Zur selben Zeit, dann so, du denkst in die Richtung und denkst so, was kannst du daraus machen? Immer. Ja? Es ist gut, befreiend, das ist ja, glaub ich, aber schwierig auch manchmal. Aber ist auch eine Berufskrankheit, dass wir beide ja wahrscheinlich ständig darüber nachdenken, wenn wir irgendwas überlegen, was könnte man daraus machen? Siehst du die Fragezeichen manchmal über den Köpfen? Ich sehe sie. Ja, klar. Ja? Wenn, wenn einer mitlacht, sehe ich die Glühbirne. Aber wirklich, die Idee, jo, stimmt. Aber ich sehe in den Augen das Fragezeichen manchmal, was? Das ist ja mein Job. Also ich liebe es ja, die Fragezeichen zu sehen. Wenn ich irgendwo weggehe und es hat keiner ein Fragezeichen über dem Kopf gehabt, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Ich war übrigens meinen 3 Fragezeichen vor 2 Wochen. Und war gut? Das war, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich bin damit aufgewachsen, bin in der Köln Arena, 14.000 Menschen hören sich eigentlich ein Hörspiel an. Und ich habe es so geliebt, meine Ex-Frau war mit dabei.
und ist, so wie wir es gelernt haben, während der Vorstellung eingeschlafen. Ohne, dass sie schlecht war, sondern einfach nur so, weil wir zum Einschlafen ja früher gehört haben. Ja, da haben wir 3 Fragezeichen gehört und sie war am Knacken. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt stell dir mal vor, 14.000 Leute sitzen hier und alles ist am Knacken. Ja, alles ist eingeschlafen. Fand ich total geil für mich selber, aber wie brillant die das gemacht haben. Du denkst, du hörst ein Hörspiel? Nein. Der Typ, der die Geräusche macht, war mit auf der Bühne. Der Sprecher war mit auf der Bühne. Weltklasse. Und 14.000 Leute werden abgeholt. Jedes Alter, die werden abgeholt. Das fand ich Weltklasse. Super. Wenn du genau weißt, mein Gott, das war eine Hörspielserie. Ja? Ich hätte jetzt nur noch Tarzan da reingeholt und Timmy der Hund hätte noch 2 andere Hörspiele gehabt. Wie viele Leute sind bei dir, wenn du auftrittst? Also zwischen 600 und 800 sind. Das ist doch schwierig. 100 ist doch einfacher, wenn du jetzt wirklich mental drauf eingehst. Finde ich nicht. Ich dachte früher auch immer, weniger Leute wäre einfacher als mehr Leute. Aber tatsächlich ist es bei mir so, je mehr da sitzen, desto einfacher ist es. Und ist es bei dir nicht auch so, wenn eine ganze Gruppe von Menschen, wenn eine Masse von Menschen, wenn die eine Energie hat, dann steckt das einfach an. Ja. Und wenn du 100 Leute da sitzen hast und da sitzen vielleicht 10 drin, die nicht so gut drauf sind, dann sind jetzt immerhin, das merkst du. Aber wenn du die schaffst, weißt du, alles gut. Das stimmt. Aber bei den 800 ist es einfacher, diese Energie zu erzeugen. Also irgendeiner macht immer mit. Das ist tatsächlich so. Weil je mehr Leute da sind, umso safer bist du im Endeffekt. Aber wenn du jetzt sagst, du hypnotisierst zum Beispiel einen, du würdest mich fragen, ich sage, Junge, verpiss dich. Ich hätte da Respekt vor. Ich sage, du wirst mich nicht hypnotisieren, 100%. Ja. Aber dann würde ich dich dafür ja auch nicht auswählen. Also die kommen ja, du sagst ja nicht, du schau mich an und schlaf. So funktioniert es ja nicht. Sondern du sagst ja, wer von euch hat Interesse, das mal zu erleben, steh mal auf und komm nach vorne. Das heißt, du hast da Leute sitzen, die da auch nach vorne kommen. Aber da hilft die Masse ja nicht. Das ist doch so ein 1-1-Duell. Ja, das stimmt. Wobei gerade da, ich mache das ja, also... Ich bin ja kein Hypnotiseur in dem Sinne, dass ich eine Hypnose-Show zeige. Aber wenn ich so eine Wachsuggestion zum Beispiel mache oder wenn ich was zeige, was mit Suggestion zu tun hat. Eigentlich autogenes Training im Endeffekt, dass du merkst, dein Bein fällt weg. Ja, das ist vollkommen richtig. Also autogenes Training oder auch Meditation und Hypnose sind zumindest, so wie ich das betrachte, 2 Seiten von derselben Medaille. Weil es geht darum, eine fokussierte Entspannung zu erzeugen. Ja. Also du entspannst dich, aber fokussierst dich dabei auf einen ganz gewissen Punkt. Und das machst du bei der Hypnose durch jemand anders, der führt dich in diesen Zustand. Und wenn du aber meditierst oder autogenes Training machst, dann machst du das halt eben selbst. Hast du schon mal jemanden gehabt, der völlig weg war? Also eins meiner schönsten Erlebnisse ist, da war ich für eine Fernseh-. Ich bin Vater geworden danach. Spaß. Nicht ganz. Weil das habe ich auch 3-mal geschafft. Ja. Ohne Hypnose. Ja. Wäre ja auch schade, ne? Das wäre schade. Ne? Du weißt ja, wo alles ist. Ich war mal für eine Fernsehreportage eingeladen, wo es um Hypnose ging. Und da wollte der Reporter, der das gemacht hat, unbedingt, dass ich den hypnotisiere. Und der war nicht suggestibel. Der war also so, wie du dich gerade beschrieben hast. Der hat da keinen Bock drauf gehabt. Der ist ja nicht drauf angesprungen. Der hat sich da nicht drauf eingelassen. Der konnte nicht entspannen in dem Moment. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich zähle jetzt von 3 rückwärts und bist vollkommen entspannt und du kannst ganz ruhig in einen angenehmen Zustand der tiefen Entspannung sinken. 3, 2, 1, jetzt. Und da guckt mich der Moderator, guckt mich an so nach dem Motto, hä? Ne, überhaupt nicht. Aber der Tonmann, zack, der war direkt weg. Weil der hatte das auf den Ohren. Der hatte Kopfhörer an und er war hochsuggestibel. Und das fand ich wahnsinnig lustig. Der hat nur die Decke gefilmt. So. Ja, sowas passiert in meinem Job. Schnipp, weißt du, erst mach auf alles hin. Und wie Christi wieder macht, durch einen neuen Schnipp. Ja, also die sind ja nicht weg in dem Sinne, dass die nichts mehr hören und nichts mehr sehen, sondern die sind einfach wahnsinnig tief entspannt und das ist ja ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja? Dann gehst du halt hin und sagst, okay, ich berühre dich jetzt gleich, 3, 2, 1, dann bist du wieder da, 3, 2, 1, hellwach und dann sind die auch wieder hellwach. Mhm. Und dann haben wir halt gedreht, da haben wir es mit dem Tonmann gemacht und es war auch eine schöne Reportage. Man hat mir gesagt, ich soll das nicht. Was sollst du nicht? Zum Beispiel autogenes Training, weil ich dann zu sehr auf meinen Körper achte. Ach. Und ich soll genau das andere machen. Genau dagegen arbeiten. Was heißt denn dagegen arbeiten? Dagegen arbeiten heißt, dass du unter Strom bleibst. Ja, du sollst nicht, ich habe immer so, dass du dann plötzlich, ich merke den Puls an überall. Ich höre den Puls an überall und gebe mir auf den Sack. Ja, da gibt es Stellen, wo ich einen Puls fühlen kann, wo andere keinen Puls haben. Und dann... Man wollte mir mal autogenes Training ein bisschen beibringen und dann ich laufe Silvester durch den Schnee und so einen Scheiß. Ja?
Und dann habe ich dazugehört und ich wurde so nervös. Ich wurde so unruhig. Ich sage, mein Gott, Junge, bieg mal ab. Ne? Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht mein Weg. Aber mein Weg ist die Lautstärke. Ja. Mein Weg ist die Bewegung. Mein Weg ist labern. Und das ist aber dann auch vollkommen in Ordnung, wenn man das für sich so entdeckt hat, weil meine Frau ist genauso. Ja? Wenn die zum Beispiel meditiert, dann sagt die, das geht mir voll auf den Sack. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich will lieber raus, ich will lieber in den Garten, ich will lieber was pflanzen, ich will lieber mit den Hunden spazieren oder irgendwas anderes machen. Was Sinnvolles. Was, genau, was für sie sinnvoll ist. Und sagt, wenn ich dann da sitze und denke über mich selber nach, ist ja total langweilig. Und dann ist das halt für die nichts. Und dann ist das für dich auch nichts. Es gibt ein Prinzip, das lautet, die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Das hört sich jetzt natürlich ganz groß an. In Wirklichkeit bedeutet das nur runtergebrochen, das, was funktioniert, ist für dich das Richtige. Und wenn du sagst, ich muss das laut haben, ich muss gute Musik hören, ich brauche Tag. Empfindest du ja nur für dich selber. Du musst herausfinden, was du musst dein wissen, Weg. Was ist für dich genau das Richtige und dann ist es das auch. Und braucht ja auch kein anderer erzählen. Wir haben ja über Thies Neubart, schönen Gruß, haben wir ja auch gesprochen, der mich auch in die Meditation einbringen wollte und sagt, Junge, sei ruhig. Ja. Mit dem Thies Neubart habe ich einen super Film gedreht für den Postillon, wo er auch fake, also es war natürlich gestellt, wo er praktisch mein Hypnoseopfer war. Ja. Und er hat dann für mich die Steuererklärung gemacht, Buch geschrieben, Bart geputzt, Essen gemacht. Ja, also an der Stelle liebe Grüße. Ja. Meine Freunde. Mutter hat mal gesagt, mein Vater hat in der Nacht perfekt Französisch gesprochen, ohne dass er es kann. Mm. Hat sie wegen, also nicht jetzt wirklich nichts Weiterführendes, sondern tatsächlich perfekt Französisch gesprochen. Wachte morgens auf und er sagt, hör mal, du hast Französisch gesprochen. Ob das jetzt stimmte, was er, aber es hörte sich Französisch an und mein Vater kann das nicht. Ja, und dann, wie? Ja, du hast über Emma geträumt, vielleicht hat der Emma mal was gesehen oder mit Untertitel, aber auf Französisch und hat sich das gemerkt. Ja. Und so merke ich, sie filmt mich dabei immer. Ja. Jackie filmt immer, wenn ich dann so. Und ich fange plötzlich mit Sachen an, die ich gar nicht kann. Ja, ich spreche plötzlich Sprachen oder kann mich in Dinge reindenken. OPs, dass ich selber einen Appendix raushol, ja, weil ich mich dafür zwar interessiere, aber es nie gemacht habe oder nie dafür mich mal angestellt habe, dass ich Arzt werde. Aber trotzdem, in dem Moment sage ich, ich mache den Schnitt hier, das merken sie nicht und so weiter und rede darüber, nachts, ja, ohne wach zu sein halt. Wo ist da mein Gebrechen? Nirgends. Also was du in dem Moment machst ist, es gibt kein, also unser Unterbewusstsein, das hat mit deinem Unterbewusstsein zu tun. Unser Unterbewusstsein behält alles, was wir erlebt haben. Also wenn du was im Fernsehen dir anschaust, wenn jemand was zu dir sagt, wenn du was Besonderes erlebst, das wird alles gespeichert. Und du hast halt nicht immer Zugang zu diesem Speicher, vor allem wenn du gestresst bist, dann hast du oft die Antwort nicht parat, das kennst du vielleicht, ne? Du weißt irgendwas, aber bist gerade total der Speicher müsste größer sein zur jetzigen Zeit. In den 70er Jahren war der Speicher relativ klein, du bist zur Telefonzelle gegangen. Genau. Heute hat jeder ein Handy, ist Sozialding und du wirst zugeflasht mit Informationen. Ja, und je älter du wirst natürlich, desto mehr hast du auch diesen Speicher, aber der ist tatsächlich, der ist nicht begrenzt, also wir können sehr viel behalten von dem, was wir so wahrnehmen. Und das ist natürlich oft auch ein Problem mit dem, wenn jetzt zum Beispiel, oder ich fange mal mit was anderem an, also wir haben das alles gespeichert. Ich bin doch noch was hier, wenn das ist. Und das Problem ist, dass du halt manchmal darauf Zugriff hast, wenn du gar nicht damit rechnest, zum Beispiel im Schlaf. Ja. Das heißt, du kannst dich an irgendwas erinnern und das rufst du dann plötzlich ab. Das muss aber nichts damit zu tun haben, dass du das wirklich kannst oder ähnliches, sondern, und das ist auch so was Spannendes, wir unterscheiden nicht zwischen Dingen, die wir uns vorstellen und Dingen, die wir wirklich erlebt haben. Das heißt, es kann sein, dass du irgendwas gelesen hast, du kannst dir das genau vorstellen. Ich bin verfickt nochmal am Pennen. Ja. Ich sollte mein Maul halten in der Zeit. Na, eigentlich nicht. Also, was machen wir denn, wenn wir schlafen? Ja, aber trotzdem, ich finde das skurril, wenn ich, normalerweise früher habe ich auch, ich habe immer am Rücken gepennt und dann musste man mal manchmal gucken, ist er noch da oder nicht. Und heute erzähle ich nachts was, wo ich selber sage, was. Und dann zeigt sie mir das Video und sagt, hör mal, und sagt, das ist gut. Ja. Ich wirklich mal, den schreibe ich auf, der ist gut. Ja. Ne? Aber ich weiß nicht, warum ich so damit arbeite, wohl nachts, dass ich das dann erzählen muss. Ich weiß auch nicht, warum das aufnimmt. Nein. Aber sie hat das nicht. Oder ich schlafe in der Zeit. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich schläfst du einfach in der Zeit. Ne? Nee, aber früher hatte ich ja Dinge. Und im Moment ist tatsächlich so, dass ich auch mal zwischendurch mit irgendwelchen Menschen rede, die jetzt nicht vor Ort sind. Und sage so, hör mal, ich kriege noch ein 20. Das ist im Gefühl.
trennen. Ja. Ich weiß nicht warum, warum ich plötzlich nachts laber. Ja? Gibt es da mental einen Weg, der mich, sag ich mal, oder der die Begründung für mich darstellen würde? Nee, also offen gestanden weiß ich das auch nicht. Bin ich der Einzige, der so... Nee, gut. Also dass Leute nachts labern? Labert deine Frau nachts? Nee. Weil du gesagt hast, die ist ja auch ein bisschen so mental, dass sie gesagt hat, ich will keine Hypnose, ich will lieber Polonaise. Genau. Nee, meine Tochter labert nachts, was sehr interessant ist. Ja. Ja, das ist interessant. Das würde ich auch. Ja, das stimmt. Da höre ich dann auch ganz gern mal zu, ne, was du so erzählt. Ja. Aber also es gibt ja nur Theorien, warum wir sowas machen. Die eine ist, dass wir nachts, wenn wir träumen oder auch wenn wir irgendwas labern, dass wir einfach unseren Speicher ein bisschen sauber machen. Dass wir einfach das, was irgendwie als Müll da drin ist, dass wir das loswerden wollen. Aber warum das genauso ist, das weiß ich tatsächlich. Möchtest du Politiker auch nachts aufklären? Nee. Dass das falsch ist, was die da gesagt haben? Du meinst, dass man den so ja, denn das man sagt, warum man sagst du nicht einfach, hör mal hier, das ist gefährlich. Ja. Weißt du, Frau Merkel hat immer gesagt, das können wir nicht akzeptieren. Ne? Aber warum sagt die nicht, hör auf mit der Scheiße. Ne? Dass man das Gefühl hat, so Putin lasset. Ne? Oder hier Nordkorea, wenn der da meint, er müsste wieder irgendwie was ausprobieren. Warum fährt da keiner hin und sagt dem Dicken, so, Hausarrest, eine Woche. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. So, ja, denkt man nachts, eigentlich tagsüber auch. Ja. Ne? Aber dies Normaldenken, was in dieser Welt halt nicht stattfindet, weil man immer denkt, die dürfen das so nicht sagen, ist ja immer dieser... Weil man sich auch jedem recht machen muss inzwischen, oder? Ja, ich nicht. Nee. Ich kann tatsächlich, mein Job, also vielleicht sollten also Kim und so weiter sollten Comedy machen, ziemlich war, ne? Ja. Du bist im Moment unterwegs auch, hast du noch Termine oder hast du jetzt schon Urlaub? Oder ist der letzte Termin in diesem Jahr, ne? Also dieser Podcast jetzt mit dir ist der letzte Termin in diesem Jahr und dann geht es bei mir weiter am 12. Januar geht es weiter. Bist du hier in der Nähe auch? Ja, ich weiß jetzt, also steht im Internet, ich weiß allerdings nicht wann. Du kannst jetzt die Internetadresse, kannst du durchaus. Also unter www.thorsten-havener.com, da findet ihr alle Termine, da findet ihr alles, was ich so mache. Und das nächste hier in der Gegend ist Savoy in Düsseldorf. Da habe ich, ich habe da glaube ich mal aufgezeichnet. Ja, ist schön, sehr schönes Haus, bin ich wahnsinnig gern. Ja, ich bin lieber in Köln im Savoy, weil das ein Hotel ist. Ja, bin ich auch gern, ja. Und ich in Düsseldorf halt arbeiten muss. Du kannst das miteinander verbinden, du kannst abends im Savoy auftreten und danach nachts im Savoy schlafen und sind in zwei verschiedenen Städten. Ja, das ist Weltklasse im Endeffekt. Aber es ist tatsächlich etwas, wenn du damit auf die Bühne gehst, ich würde mich 2 Stunden oder 1,5 Stunden, ich weiß nicht, wie lange du auftrittst, aber immer während deines Auftrittes mich hinterfragen. Jo, der denkt so. Und ich sehe das so und da hat er recht. Ja. Ich würde rausgehen und zu zweit würde ich rausgehen, hundertprozentig. Ja, kommst du mal vorbei, kannst du dir das genau anschauen. Nein, wirklich, ich würde mich selber umarmen und sagen, hast du gehört? Ja, habe ich. Ja. Ja, es ist bewusstseinserweiternd und inspirierend. So, willst du was sehen? Soll ich was machen? Sehr gerne, sehr gerne. Okay, ich habe in den letzten beiden Jahren habe ich sehr viel Gitarre gespielt. Ich hatte ja mehr Zeit als sonst, weil ich nicht so viel auf Tour war. Und ich habe mal auf so, ich weiß nicht, wie viele Karten es insgesamt sind, habe ich mal die Lieder aufgeschrieben, mit denen ich mich näher befasst habe. Also muss ich was lesen, dann wechsle ich die Brille. Ja, musste. Okay. Also ich lese mal in der Zeit vor, ein paar davon. Also zum Beispiel hier, While My Guitar Gently Weeps ist drauf, California Dreaming, Über den Wolken von Reinhard May. Mhm. Siehst du, sind alles verschiedene. Ne? Hotel California, Cosmic Girl ist mit dabei, Stairway to Heaven, Hänschen Klein war auch mit dabei. Du siehst, es sind einige hier. Ne? Was haben wir noch? Ja. Wonderwall, Radio Gaga, Purple Rain und so weiter und so fort. Und wir machen jetzt Folgendes. Ja. Ich bitte dich jetzt gleich einfach, ich rausche die Karten einmal so durch, sagst einfach an irgendeiner Stelle, wann immer du willst, sagst einfach Stopp. Okay? Ja. Einfach während ich hier so durchrausche, sagst einfach irgendwann Stopp. Ja, Stopp. Okay? Stopp. Hier? Ja. Dann nimmst du mal die oberste und schaust dir die genau an. Ja. Kennst du das Lied? Ich kenne das Lied. Prima, merk dir das Lied mal genau. Gib's noch mal ich lege das hier wieder drauf. Genau. Und jetzt, schau mich mal an und... Du spielst jetzt nicht Gitarre oder ähnliches, aber als Comedian hast du wahrscheinlich ein ziemlich gutes Gefühl für Rhythmus. Ja, ich spiele Schlagzeug. Ja. Dann spiel doch mal pantomimisch das Lied,
was du jetzt gerade denkst, ja, auf dem Schlagzeug, aber du summ auf keinen Fall mit oder ähnliches, sondern du machst bitte nur das Schlagzeug. Okay. Und achtet mal alle mit darauf, welcher Takt das ist, wann er zum Beispiel die Hi-Hat schlägt, wann er ein Becken schlägt und wann er, ja, also wann er einfach vielleicht einen Rhythmuswechsel drin hat und ähnliches. Und dann überlegt mal, welches Lied das sein könnte, während er hier Pantomime mit Schlagzeug spielt. Okay, alles klar. Okay. Gut. Das ist dick. Hm? Man dreht den vorher immer ein bisschen. Sehr gut. Dankeschön, war schon. Okay. Das ist Biene Maja, ne? Das ist richtig. Ja. Unglaublich. Nicht schlecht. Ich habe noch nicht getrommelt. Biene Maja. Es ist, der wurde von keiner Band halt nachgespielt. Aber ist Kare Gott, glaube ich, damals gewesen. Aber das siehst du dann sofort im Rhythmus. Sind denn das ausgewählte Lieder? Das sind Lieder, mit denen ich kann das erst nicht in jedem Lied. Ne? Aber Save It Heaven ist doch sehr schwierig am Schlagzeug zu sehen, weil du erstmal. Ja, es kommt drauf an, wo der einsteigt, ne? Ja. Dauert ja ein bisschen. Ja. Auch wiederum einfach, wenn einer nur. Save It to Heaven ist richtig. Gut, da suche ich dann aber auch meistens jemanden, der Gitarre spielt, weil das ist dann dieses einfache, da hast du es dann wieder einfacher, ne? Schlagzeug ist nicht immer so einfach. Hier, ne, ist zum Beispiel komisch, dass, und das merke ich mir, dass ich hier mit der Hacke Bassdrum spielen muss, damit man hört und nicht vorne mit dem Fuß. Mhm. Ne? Dass ich das so machen muss und nicht pop, pop. Ja, dann ist wieder Panne gedacht, aber nee, sonst hört man das so nicht. Ja, richtig. Ja? Das sind so die Wege, wenn ich gehe den Leuten so auf den Sack, wenn ich auf Tour bin, egal wer mich fährt, weil ich alles mittrommel. Das ganze Auto ist eine Trommel bei mir. Also wirklich, das sind überall Abdrücke von mir. Also wenn ich Scheiße im Kopf hätte und die Polizei sucht mich, da haben sie alle Fingerabdrücke, glaub mir das. Ne? Aber ist tatsächlich so, aber sehr, sehr interessant. Klappt das immer? Meistens. Ja? Willst du nochmal? Nee, such dir einen aus. Mit dem ich jetzt hier das mache? Ja, wer kann ein bisschen irgendwie ein... geht's nur um Schlagzeug? Nö, wer spielt denn zum Beispiel Gitarre? Biene Maja, mach mal raus, ne? Die hatten wir schon. Du spielst Gitarre? Du ja. Gitarre? Wirklich? Er spielt Gitarre. Oh, super. Dann, ja. Also auch hier von all denen, ne? Sagst mal irgendwann Stopp. Stopp. Hier, nimmst du mal. Schau dir mal an. Merkst du dir gut? Okay. Legst auf den Tisch oder steckst ein. Okay, und jetzt kannst du dich kurz hinstellen. Okay. Was für eine Gitarre spielst du? Sechs Seiten. Okay. Nee, klassische Konzertgitarre, aber auch E-Gitarre. Dann, okay, stell dir vor, es wäre eine E-Gitarre und häng dir die mal um. Ja. Sehr schön. Und jetzt greif mal E-Moll. Und spiel mal so. Ja, ist die A-Seite ein bisschen verstimmt, müssen ein bisschen höher drehen. Ich spiele mal D-Dur, D7, F-Moll 7, G3. Mal Witz. Schach. Und jetzt denk mal an das Lied. Stell dir vor, du würdest es begleiten. Und auch hier, achtet mal drauf, wann kommt der Griffwechsel und welcher Rhythmus ist das, wann wird ein anderer Akkord gespielt, wann wird vielleicht ein Ton so halb angespielt. Schaut euch das mal alle an, macht mal mit. Bist du soweit? Bitte. Sieht man, oder? Ja. Hast du einen Tipp? Dankeschön. Ich glaube, ich hab's. Ich hasse einen Tipp. Highway to Hell ist es nicht. Aber sag's nochmal. Highway to Hell, ne? Ja, okay. Boah. Danke. Hör mal, wir sollten zusammen auftreten. Es ist mir scheißegal, wie du es nennst, ob es Dur, Moll oder wer weiß, wie es ist, aber wenn ich den Griff spiele, weiß ich, dass der Klang so kommt. Genau. Ja, das erste, was ich auf Ukulele gezeigt habe, war, weil jeder das kann, Smoke on the Water. Ja, ne, und ich kann das zwar, aber es interessiert mich nicht, ob einer das Moll, Dur oder Pull-Moll nennt oder was, da ist mir scheißegal. Ja, das ist einfach nur der Sound. Ich kenne diese Dinger. Vorne der Notenschlüssel, alles klar, aber danach höre ich auf. Ja, den kann ich noch auswendig zeichnen und das muss reichen. Muss ja auch nicht. Ja? Und da merke ich mir immer den Witz von Harald Schmidt. Beethoven war so taub, der hat sein Leben lang gedacht, der malt. Ja, das ist, er hat ein total politisches Kabarett, aber da war der Moment, wo die Leute gelacht haben. Ja.
Heißt also, der Flachwitz, dann hat er geklappt. Ne? Ist tatsächlich so. Aber ist tatsächlich mega interessant. Ja? Spielst du eine Band? Nicht mehr. Nee. Nicht mehr? Bald wieder, nach dem Podcast. Ja, Luftgitarre ist auch nicht mehr so angesagt. Ja. Ne? Ich habe meine Luftgitarre zu Hause vergessen, da muss ich improvisieren. Ist so schön, ja, ne? Aber das sieht tatsächlich, das sieht man, aber ich tippe mal, da sind viele Lieder bei, die ich nicht sehen würde. Ja, wo ich selber sagen, alles klar. Aber kannst du auch vom Mund ablesen, wenn die fangen ja, die Fußballer oder Trainer fangen ja immer an so zu sprechen. Ja. Ja? Nee, kann ich nicht. Also Fuck sieht man. Ja. Also, ja. Das siehst du, ne? Aber Mund gepiepst wird vor allem. Ja. Ja. Aber kannst du Gebärdensprache? Auch nicht. Will ich mir beibringen. Wirklich? Das? Ja, wir arbeiten tatsächlich daran. Ich finde das mega. Ich habe mal behinderte Kinder zur Schule gefahren. Auch. Und ich fand Gebärdensprache, wie schnell ganze Sätze durch ein Zeichen gezeigt werden. Ja, und dann war ich immer mal in Berlin und das war der, wirklich, ich kam an am Bahnhof. Es war so dermaßen laut, dass ich gedacht habe, Tauben wurden losgelassen im ganzen Bahnhof. Nein, da waren schwerhörige, taube Menschen, die miteinander gesprochen haben. Und weil die, das war so dermaßen laut. Aber ich fand interessant, dass sie sich alle verstanden haben, dass sie nur durch Zeichen einen ganzen Satz, wie Steno, ein Zeichen, ganzer Satz. Ein Zeichen habe ich gesehen, das hat mir sehr gut gefallen, als in der Pandemie die Leute kein Klopapier kaufen sollten. Und da hieß es keine Hamsterkäufe. Und das ist ja dann oft bei der Tagesschau mit so Gebärdensprache. Und das, ich fand das für Hamsterkäufe sehr schön. Das war nämlich so. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Das ist das Einzige, was ich auf Gebärdensprache kann, ist Hamsterkäufe. Das ist so. Noch so dicke Backen gemacht. Fand ich sehr lustig. Ich bin immer nur so dadurch, weil ich so Freundschaft weißt du, ne, das, ja. Ja, das ist, aber natürlich ist das strange, aber es macht Sinn. Ja, total. Ja, wenn du dich auch. Noch nicht mal Leute, die nicht hören können, sondern einfach, dass du durch Zeichen jemand etwas weitergeben kannst, ohne dass der Mob das kennt. Ja, ja, ohne dass die Leute das kennen. Du machst nur, dass du runter machst und jeder weiß ganz genau, alles klar, ich gehe jetzt, oder da ist einer zu laut im Publikum. Das haben wir tatsächlich bei uns im Team mit drin, dass ich nur Bewegungen machen muss, die vielleicht gar nicht mit der Gebärdensprache zusammenhängen, aber die sehen an dem Körperrhythmus oder an irgendeiner Bemerkung oder an einer Bewegung, da ist einer, der nervt. Ja, der schreit rein. Ja, entsorgt den. Ja, weil ja, es gibt welche, die sind, ich meine, bin Karneval gewöhnt, deswegen lasse ich viel zu. Aber sind welche so, Marvin, wie ein Kind von dir adoptieren. Ne? Und dann sagst du, ja, der ist aus dem ersten Programm, klasse. Mhm. Ne? Aber der hört nicht auf und alle drumherum hören ihm ja zu. Er stört alle. Ja. Es geht nicht um ihn und nicht um mich. Es geht darum, dass die anderen mir zuhören wollen. Ja? Und das nervt mich dann. Und dann mache ich bestimmte Bewegungen, bestimmte Körperhaltung und jeder weiß, alles klar, da muss mal einer hin und mindestens mal sagen, komm. Und das ist für mich auch eine Gebärdensprache, ohne dass es die direkte ist. Aber wenn ich die direkte könnte, wäre klasse. So was kannst du nicht? Nee. Warum nicht? Habe ich nicht gelernt. Ja, aber du kannst doch alles. Ja, Körpersprache kann ich. Ja, Körpersprache. Ist Gebärdensprache ist doch Körpersprache. Das stimmt, aber es ist ja anders. Man gibt ja den Gesten, die man macht, eine ganz bestimmte Bedeutung. Und die musst du halt vorher lernen. Das ist der Unterschied zwischen einer Geste und einem Emblem. Also ein Emblem ist etwas, dem wir eine Bedeutung gegeben haben, was aber keine Bedeutung hat. Was aber steht. Zum Beispiel der gehobene Mittelfinger. Das ist ein Emblem. Ja. Ja, oder das hier für, in unserem Kulturkreis zumindest, das ist super. In anderen Kulturkreisen hat das eine ganz andere Bedeutung. Ist richtig. Und ich habe mich damit weniger befasst, als jetzt mit der allgemeinen Körpersprache, die auf der ganzen Welt gleich ist. Hier, das zum Beispiel hieß früher Nase geklaut. Genau. Wenn du das heute einzeigst. Ja, das ist heute nicht mehr so. Ja. Ja, weißt du? Ja, ein Emblem. Ja, ja. Versteht jeder. Embleme versteht jeder. Ja. Herr Churchill hat da schon viele Fehler gemacht mit diesem. Ja. So, das darfst du in England in der Kneipe auch nicht machen. Habe ich mal immer gelernt. Aber es ist tatsächlich so, wenn du jetzt Körpersprache lesen kannst, ich gehe in eine Kneipe und weiß, mit dem komme ich zurecht und mit dem nicht, ohne dass ich ein Wort gehört habe. Ja. Hast du das auch? Ja. Ja? Dass du vom Gesichtsausdruck sofort merkst, alles klar, der ist aggressiv, der ist normal, der ist hier, weil er seine Frau vergessen will. Der andere hat die Frau vergessen. Ja. Ne? Und du musst nicht mal unbedingt das Gesicht sehen. Es reicht ja manchmal nur, wie derjenige geht, wie derjenige steht. Ja, ja, natürlich. Es ist ja eher mal durch Alkohol natürlich ist es einfacher, wenn die Leute nicht mehr sprechen, nur noch so. Weißt du, oder nur noch Grunzlaute. Dann weiß er, er will zwei Bier und dann sagt er nicht. Ja. Ja?
Ja. Aber gehst du durchs ganze Leben und achtest nur auf sowas? Nee. Also, dass du beim Einkaufen, du fährst mit der Bahn, du kommst an eine Tankstelle an, achtest du dann auf sowas oder? Nicht immer, nee. Das wäre macht einen krank. Das wäre ermüdend und wird dir auch auf die Nerven gehen, wenn du ständig, das ist so, als wenn du ständig Jokes machen würdest, also immer, praktisch durchgehend. Ja gut, gut ist ja bei mir. Ja, ist okay. Nee, also, nee, ich mache das nicht andauernd, wobei es natürlich gewisse Dinge gibt, die gehen dir dann in Fleisch und Blut über und da kannst du auch nicht, das stellst du dann nicht ab. Aber dass ich jetzt jeden, den ich treffe, auf Anhieb sofort analysiere, bis ins Letzte, das mache ich nicht. Bist du auf Zauber, welches Hobby hast du? Gitarre spielen? Ja, ist natürlich affin dann, ja, ja genau. Aber Schlagzeug gar nicht? Nee, bin ich nicht so gut. Also ich kann einen Takt. Ja. Aber gibt es irgendwie eine Sportart, die du auch gucken würdest im Fernsehen? Tatsächlich, nee, gar nicht. Ich nee, also rhythmische Sportgymnastik oder sowas. Nee, ich finde es wahnsinnig langweilig, anderen Leuten beim Sportmachen zuzuschauen. Next Ninja Warrior finde ich geil. Das macht mir großen Spaß. Gut, dass da kein Sport ist. Ja, ne? Die müssen sportlich auch unterwegs Wahnsinn, sein. Wahnsinn, ja. Ja, das finde ich cool. Die müssen ja was können. Ne? Und, aber ich gucke mir sowas nicht an. Ich gucke tatsächlich nur Dokus und Sport. Ja. Ich habe letztes Mal gesagt, ich habe ein Programm aufgenommen. Was guckst du im Fernsehen? Ich sage, ja, so Dokus und so. Ach, wo man die Zahlen einträgt, da gibt es Sendungen von. Da wisst dann weiß ich. Ist das eine echt passiert? Ja. Erreicht eine Grenze und dann ist es vorbei. Ja. Das sowas kann ich mir aber merken. Ja. Ne? Aber ich finde es in dem Fall zwar witzig, aber meine Managerin, sie ist sehr krank im Moment. Entschuldigung, Steffi. Wir waren in Kopenhagen, Christiania, das ist so ein autonomer Staat in Kopenhagen. Und da kam sie mit 4 Bier an und wir waren zu dritt. Und dann sage ich, wieso 4 Bier? Ja, sie kann 3 auf Englisch nicht aussprechen. Zum ersten Mal, wirklich, die hat alles im Griff. Und zum ersten Mal denke ich so, Steffi, endlich bist du ein Mensch. sie hat überall die Übersicht. Und in dem Moment, ich hab mich so eingenässt. Kannst du gar nicht mehr sagen. Oder wie Jackie sagte, Head and Shoulders, ich wasche mich doch überall. Ja, wenn ich was Falsches mache, kriege ich dann auch immer auf Brot geschmiert. Also. Wen findest du natürlich außer mir noch sehr gut im Humorbereich? Ich tippe mal Jochen Malmsheimer. Kennst du ihn aus Bochum? Muss ich jetzt tatsächlich Deutschlehrer, dann irgendwann mal angefangen hat, ein bisschen, sag ich mal, er kommt mehr aus dem Vorlesen als aus dem Darstellen. Nee, kenne ich nicht. Ja, aber das ist so Weltklasse. Das ist einfach nur, er spielt mit der deutschen Sprache so dermaßen gut. Ich könnte den ganzen Tag den hören, tatsächlich. Ja, das ist für mich jemand, wo ich dann sage, das ist tatsächlich ein Vorbild, ohne dass ich ihm nacheifere, sondern einfach nur die Art und Weise gut finde. Ja, wen hörst du noch gern? Bastian Pastewka. Auch sehr, sehr gut. Ja. Atze. Ja, Atze ist einfach Bro. Super. Das sind Leute natürlich, aber Atze ist auch eine Rampensau. Unglaublich. Hast du nicht manchmal, dass du gerne den sitzenden Künstler hast, der da einfach nur sitzt und labert? Lass mich nachdenken. Ich mag wahnsinnig gerne amerikanische Stand-Upper auch. Ja. Gut, einer, der kann dann von den Modernen, mit Jerry Seinfeld, finde ich wahnsinnig lustig. Ja, in Amerika ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja, ich habe den auch kennengelernt. 500 Meter von mir nebenan aufgetreten. Tatsächlich. Wirklich? Ich bin in Montreal aufgetreten bei Open Mic. Ja. Und er war bei dem größten Comedy-Festival in Kanada, was es gibt, in Montreal. Ja. Und er ist gerade vor irgendwie 100.000 Leuten aufgetreten und ich 500 Meter weiter in dem Pub. Ja, geil, ne? Open Mic und ich komme raus und ich sage so, hey, I'm Markus from Germany. I only got sex because my wife sleeps with the open mouth. Und fand er gut? Er hat das ja nicht gehört. Ich bin ja da aufgetreten. Ja. Ich hatte wohl mehr Presse. Nein, weiß ich nicht. Aber der ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja, ich habe den in Deutschland auch nicht kennengelernt. Ich habe den kennengelernt, als ich in Amerika war. Dort kriegst du den mit. In Deutschland findet der ja praktisch nicht statt, obwohl das eine Riesennummer ist. Und ansonsten Steve Martin von den Alten finde ich noch wahnsinnig Weltklasse, lustig. Weltklasse. Auch ein Stand-Upper, ne? Ja, die sind ja alle, das Saturday Night, das war eigentlich immer das Sprungbrett für alle. Ja. Auch ob Eddie Murphy war oder was, Emmy. Und ich bin durch Düsseldorf gefahren und da kam Dane Aykroyd auf ich habe es schon mal erzählt, ich weiß, aber Dane Aykroyd kam auf meinen Zug zu. Ja, der war am Gleis und ich komme aus Stuttgart zurück und fahre nach Duisburg und Dane Aykroyd. Und ich denke dann aber, Dane Aykroyd denkt, oh, guck mal, Markus Krebs. Und dann denke ich, wo gehst du jetzt raus? Und
grüßt den oder machst ein Bild mit dem, Tasche genommen, Koffer. Da waren aber Security vor dem Ding und ich durfte nicht raus. Und der Christoph Witte, von, der freier Fotograf, hat die Bilder an dem Tag gemacht. Der war wegen so einem Soul-Festival, war der wirklich in Düsseldorf. Aber der kommt so auf mich zu. Da habe ich, glaube ich, 15 Wochen von geträumt. Das war verfickt nochmal Ghostbusters. Ja? Das ist ein Blues-Brother, der läuft auf mich zu gerade. Und ich denke so, Tasche, Koffer, raus. Ja. Ja? Und ich darf nicht, weil da Karl-Heinz steht. Ja, und lässt mich nicht raus. Aber das sind so Momente geflasht. Ja, das ist für mich amerikanische Comedy, weil er ist ja Kanadier, ja, meine mütterliche Seite wohnt in Kanada, alles die Familie. Und tatsächlich so, das liebe ich, wenn einer diesen Trocknummer, wie Blues Brothers, diesen Trocknummer, wo du einfach nur hingehst und sagst, wir haben eine Mission. Klasse. Ja, da hast du was zu tun. Ne? Da bleibst du locker und alles gut. Leider Belushi verstorben. Der sollte nämlich in Ghostbusters den Bill Murray spielen. Ah, was der dann nicht. Ja, ja, tatsächlich. Ja, dafür war die Rolle mal gedacht. Leider vorher verstorben. Nur für die Leute, die... ich krieg das Signal, hast du gesehen? Ja, ja. Aber jetzt, was hast du in Zukunft vor? Willst du alle mental bereinigen? Nee, also in erster Linie mit dem Abendprogramm will ich Menschen unterhalten und inspirieren, und dann habe ich in den letzten beiden Jahren mich auch ziemlich darauf fokussiert, anderen tatsächlich zur Seite zu stehen. Das heißt, ich mache Mentoring, ich habe ein sogenanntes Mind-Mentoring für Leute, die sich beruflich weiterentwickeln wollen. Findet man auch im Internet übrigens auf meiner Website www.torsten-havener.com. Jahresprogramm Mind-Mentoring, und das noch weiter an den Start zu bringen, das finde ich spannend. Aber als letzte Frage, hast du dich mal einen kennengelernt, wo du sagst, da hätte ich selber Angst vor? Der so dermaßen anders tickt, wo du selbst merkst, alles klar, wenn ich mal was lese über ihn, dann nicht in der Wendy, sondern in dem Bild? Glücklicherweise nicht. Ne? Also, es sind ja manche so, die, wo ja. Ich sage, der ist mental schon lange durch. Ja. Nee, also glücklicherweise ist mir das bislang erspart geblieben. Vielleicht, ich hoffe, es kommt nicht, aber könnte natürlich passieren. Das hoffe ich für dich auch. Ja. Torsten Havener war heute hier. Vielen Dank. Danke, mein Lieber.